Hallo und Servus aus dem Münchner Süden. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Meta Finanz ist ein Business- und IT-Beratungshaus und hat in vielerlei Hinsicht auch wirklich bemerkenswerte Lernformate selbst entwickelt, intern, extern. Und ich spreche da heute mit Lisa Marie Kofal und Thomas Wesch von Meta Finanz. Und ich würde euch bitten, dass ihr das Unternehmen Meta Finanz ganz kurz vorstellt. Lisa, du dich und deine Position, Thomas natürlich genauso. Und dann steigen wir sofort ins Thema ein. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sind bei dir auf das Gespräch, was wir heute über vor allem die Metafinanz, aber auch um ganz interessante Lernformate, die wir da so konzipieren und umsetzen. Die Metafinanz, hattest du schon richtig gesagt, wir sind ein IT- und Consulting-Beratungshaus. Im schönen München sitzen wir. Wir haben rund 800 Mitarbeitende und das Besondere an uns, der Metafinanz, ist, dass wir ein agil aufgestelltes Unternehmen, also dezentrales Unternehmen sind. Was bedeutet das ganz konkret? Bis 2017 waren wir aufgebaut in einer ganz klassischen Hierarchie mit Führungsebenen, Management, und dann kam unsere agile Reise, die dann gestartet hat. Ich würde aber da an der Stelle dem Thomas noch mal kurz übergeben, denn der kennt sich da als agile Organisationsentwickler noch so bisschen besser aus. Ja, danke Lisa und Jennifer. Freue mich dabei zu sein und noch ein bisschen was zu erwähnen. In der Metafinanz, wir kümmern uns eigentlich um große Transformationen. Und wir haben selber eine durchgemacht, vor jetzt 5 Jahren, zur agilen Organisation, also eine Business-Transformation. Und das geben wir heute an Kunden weiter. Wir kümmern uns um IT-Transformation. Digitalisierung ist wahrscheinlich nicht nur ein Buzzword in den Unternehmen heute, sondern ist einfach gelebte Praxis und da begleiten wir Kunden. Und das Dritte, was wir machen, ist heute Thema Nachhaltigkeit, weil das Zukunftsthema ist für uns und ich glaube für uns alle. Und auch dort sind wir aktiv und versuchen Lösungen gemeinsam mit Kunden zu entwickeln. Jennifer, du hattest noch gefragt nach Position und uns vorstellen. Position ist gar nicht mehr so leicht in einem agilen Unternehmen, weil wir gar keine Positionen mehr haben. Deswegen vielleicht so ein bisschen meine Ambitionen oder die Themen, die mich treiben. Das ist ganz viel in Richtung, wie stellen sich Organisationen auf? Wie schaut HR, wie schaut Personalarbeit der Zukunft aus? Und ich glaube, wenn man das macht, dann kommt man zum Glück am Thema Lernen nicht vorbei. Zum einen, was muss man Neues lernen, aber was muss man auch von der alten hierarchischen Welt verlernen? Wir kennen uns auch so ein bisschen aus dem LinkedIn-Universum über Sabine Kluge und das Working Out Loud for HR-Thema. Da spricht man gleich auch nochmal darüber, was damit eigentlich passiert ist oder wie es damit weitergeht. Und jetzt sind wir nochmal kurz bei der Lisa Marie erst einmal. Was würdest du als deine Position beschreiben in einem agilen Unternehmen und wie ist dann dein Connect zu dem Lernformat Culture Triple? Also ich bin seit ungefähr 4 Jahren bei der Metafinanz und gehöre dort der Business Area, Digital HR. Also Business Areas sind kleine Teams. Davon haben wir jetzt mittlerweile über 70 in der Metafinanz. Und wir kümmern uns vor allem um die Fragen der Digitalisierung des gesamten Mitarbeitendenzyklus. Also wir sind Partner für HR, wenn es um die digitale Neuausrichtung geht, wenn es um Herausforderungen der Arbeitswelt geht, die auf sie zukommen. Da bin ich verantwortlich für die Kernbereiche Learning Technology und auch People Development. Das bedeutet, unterstütze strategisch und zukunftsorientierte Weiterentwicklung, Nachhaltigkeit in diesem Bereich und bin Gestalterin, Fragerin und auch ein bisschen Initiatorin dabei. Der Connect zum Culture Triple, genau. Also in meinem Herz persönlich, beziehungsweise im Körper schlagen zwei Herzen. Das ist einmal das der Pädagogik und das der IT. Vor allem, wenn wir so um Lerntechnologie. Das Culture Triple, wie es schon sagt, Culture, es geht zum einen um Kultur. Und Triple, es geht um drei Teile. Und das Kultur-Triple oder Culture-Triple ist unser technologiegestütztes Peer-to-Peer-Lernformat, das wir als Metafinanz in einer Arbeitsgruppe mit dem COO, also mit unserem Staff Development, also mit verschiedenen cross-funktionalen Personen zusammen erarbeitet haben. Und es gibt einen Raum für Teams, für Kleingruppen, für ihre Kulturarbeit. Und in diesen 90-minütigen Sessions werden von dem Team die Themen Feedback, Konflikt und Fehler, ja, erarbeitet, immer geleitet von den Fragen, wie ticken wir als Team bei diesen Themen? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Was sind unsere Muster? Was sind unsere Routinen?
Und jetzt könnte man sagen, okay, Kulturarbeit, Feedback-Training, das ist nichts groß Neues. Aber Jennifer, da vielleicht auch die Frage an dich, was kommt dir denn in den Sinn, wenn du an Feedback-Training denkst? Ein Feedback-Training, die üblichen verdächtigen Feedback-Regeln, würde ich sagen. Sandwich ist nicht mehr up-to-date, ist, glaube ich, meine aktuelle Wissensbasis, sondern man soll erst einmal konstruktives Feedback geben in Bezug auf eher positive Aspekte und dann in die Richtung konstruktives Feedback in Bezug auf eher potenzialorientierte Aspekte, nenne ich es mal diplomatisch, gehen. Das ist, glaube ich, der aktuelle Stand. Aber da gibt es auch ständig neue Sachen wie Feed Forward und nur Stärken stärken und am besten gar nichts Negatives sagen. Genau. Und das ist auch genau das, was wir ganz oft beobachtet haben. Feedback-Training an sich ist genau das, was du gesagt hast. Rhetorik. Das, was ich sage. Aber das Kultur, das Culture Triple, das fokussiert sich genau darauf, was passiert davor. Bedeutet Reflexion, Selbstwahrnehmung, Unterbewusstsein und dann am Ende natürlich auch Feedback geben, Feedback nehmen, wenn wir jetzt in diesem Beispiel bleiben. Also wir fokussieren uns auf all das, was vor dem eigentlichen Aussprechen kommt. Wenn du sagst, ihr fokussiert euch auf das, was eigentlich davor kommt, heißt es jetzt, ich sitze jetzt in meinem Büro und weiß, ich muss jetzt gleich Feedback geben an den Kollegen und ich konzentriere mich jetzt auf meine mentale Verfassung oder was meinst du ganz konkret davor? Genau. Also was da vorkommt, bedeutet, diese Sessions sind so aufgebaut, dass sie progressiv die Teams anleiten zu reflektieren. Und zwar genau beispielsweise bei diesem Thema Feedback. Was ist Feedback eigentlich für mich? Ist das eine Beurteilung oder ist Feedback eigentlich nur meine subjektive Sicht auf Dinge? Und das ist mir auch klar. Wenn ich sage, ich nehme das und das wahr, bedeutet das nicht, dass es die allumfassende Meinung ist. Oder zum Beispiel das Thema Identität, Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung und gegenüber dem auch die Eigenwahrnehmung. Das, was ich sehe, bedeutet nicht, dass du das genauso siehst. Das ist das, was ich damit meine zuvor. Was passiert eigentlich, bevor ich Feedback gebe? Also sich selber nochmal bewusst machen, was man da, also geht es auch ein bisschen in Richtung unconscious bias, dass ich dann selber genau, weiß, okay, genau, ich habe jetzt nicht richtig. Die Wahrheit mit Löffeln gefressen, sondern muss mich auch erstmal selbst hinterfragen. Genau, korrekt. Auch sowas wie zum Beispiel Konflikt ist ja ganz oft noch Blame Game. Unternehmen sagen, wir haben eine Konfliktkultur, wie sieht das aus? Ich zeige den Finger auf die Person, die beispielsweise einen Fehler gemacht hat oder den Konflikt angestoßen hat. Aber eigentlich müssen wir uns das System dahinter angucken. Und das ist auch ein ganz großer Faktor, der beim Kulturtrippel eine große Rolle spielt, nämlich die systemtheoretische Brille und dieser Ansatz, dass wir sagen, wir gucken nicht auf das Individuum, sondern wir gucken uns das, wo es drin sitzt, in dem Beispiel dann Team oder Organisation. Also mal konkret zum Ablauf. Also ich habe verstanden, es geht eher auch darum, sich selbst zu hinterfragen, dass man auch erstmal schaut, was ist mein wahr, was ist mein falsch. Wie spurt ihr das auf? Gibt es dann Impulse oder ist das alles selbst organisiert oder beides? Oder genau, lass uns mal ein bisschen den ganz konkreten Prozess verstehen. Also das passt auch ganz gut zu dem Thema, warum sehen wir das als innovativ an? Und zwar ist es so, das Kulturtriple ist ein Format für Kleingruppen, bedeutet 4 bis 6 Personen. Das kann beispielsweise ein Team sein aus dem gleichen Fachbereich. Das kann aber zum Beispiel auch ein neues Projektteam sein, was sich gefunden hat. Dann wird dort ein Administrator, ein Initiator, Initiatorin bestimmt und die kommt dann in dem Fall in der Metafinanz, bin ich das. Die kommt zu mir und sagt, Lisa, wir wollen die Session machen, 5 Session zum Thema Konflikt. Und dann haben wir, deswegen hatte ich auch eingangs gesagt, das ist technologiegestützt, eine Plattform, die dahinter steht und die technologische Infrastruktur dafür bereitet. Das ist ein Partner, mit dem wir da arbeiten, Cohubs, ein Startup aus Kroatien. Die geben uns die Technologie, bedeutet, ich lege die 5 Personen jetzt wirklich
einfach nur organisatorisch gesehen mit der E-Mail an. Sie bekommen den initialen Link. Da sind wir auch technologieungebunden, was uns wichtig war. In dem Fall bei der Metafinanz laufen Calls einfach nur über MS Teams. Das bedeutet, es wird ein MS Teams Link generiert und dann wählen die Personen sich zu der ersten Session ein. Wir starten bedeutet, es gibt, kann man sich wirklich bildlich vorstellen, den Bildschirm. Auf der einen Seite sehe ich mein Team in Teams und auf der anderen Seite starte ich dann den Inhalt auf der Plattform. Das ist timegeboxt, bedeutet, ich habe zum Beispiel, wir starten meistens immer mit einem Warm-up, einer ersten Reflexion, Begriffe, Assoziationen, wie siehst du das? Und dann geht es immer weiter. Jede Aufgabe hat eine Zeit, die läuft ab und jede Aufgabe ist so gestellt, dass sie im Team bearbeitet werden muss. Beispielsweise Bestandsaufnahme eurer Fehlerkultur. Da gibt es einen kleinen Test und das Team muss in der Interaktion miteinander sich zum Beispiel auf eine Antwort einigen, auf eine Einschätzung einigen. Es sind 10 Fragen. Da kommt es dann wirklich zur Interaktion, da kommt es zur Reflexion, da kommt es zu Fragen wie, ich sehe es anders als du, das ist bei uns anders gelebt als so. Und da haben wir ein ganzes Aktivitätenrepertoire, wo es jetzt nicht nur richtig oder falsch ist, sondern wirklich eine Word Cloud, Drag and Drop, schreib deine Einzelantwort rein, klick die Farbe, wo du sagst zum Beispiel, für mich ist Konflikt neutral, für mich ist Konflikt ein positiver Begriff oder für mich ist Konflikt ein negativer Begriff. Und somit bekommen alle in dem Team die Möglichkeit, ihre eigene Sichtweise zu äußern, aber auch darüber in Diskurs zu kommen. Habe ich es jetzt richtig verstanden, dass das ohne eine weitere Moderation ablaufen kann, dass ich da mein Tool habe, das führt mich da durch, so on-demand-mäßig leitet es mich durch. Mit Timeboxing habe ich dann auch genau die Slots für meine Reflexion. Aber ich brauche im Grunde keine weitere Ressource von eurem Team, die jetzt damit reingeht und die aufpasst, dass alles richtig abläuft. Das ist intuitiv mit diesem Tool von selbst. Genau, genau. Und das war uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir das ressourcenschonend machen, ohne Reisekosten, ohne Trainer, der dafür notwendig ist, weil wir glauben, dass alles, was dafür gebraucht wird, aus dem Team selber kommt, aus der Selbstorganisation und Selbstverantwortung für den Lernprozess. Genau. Das Format an sich ist dann insofern auch nicht wirklich mit einem Working Out Loud vergleichbar. Wenn man Diskurs lernen hört oder Community lernen hört, dann denkt man sehr gerne an sowas wie Working Out Loud oder LernOS. Hat ja im Grunde auch eine inhaltliche Konzeptreise immer vorgesehen, eigentlich auch ohne weitere Moderation. Also deswegen, ich habe gerade so den eigenen Denkprozess, dass ich mich frage, ist es vergleichbar, nur dass ihr es eben technologieunterstützt macht, dass ich da so durchgeführt werde, auch mit dem Timeboxing, was ich sehr cool finde. Insofern ist es eigentlich doch wieder vergleichbar, ne? Nur dass ihr das Ganze nochmal auf ein anderes Level hebt, was die Technologie angeht. Genau, also ich glaube, alle Sachen sind miteinander vergleichbar. Es ist einfach nur die Schnittmenge an Gemeinsamkeiten oder Unterschiede, die es da gibt. Aber Working Out Loud ist auch nochmal anders, ja. Es ist anders, ja. Wo siehst du die Hauptunterschiede gerade, weil du das gerade so dezidiert sagst? Genau, also wie gesagt, Working Out Loud gibt es einen Moderator, Coach, Moderatorin, die dabei ist. Es gibt auch einen festgelegten Zyklus. Beim Kulturtrippel ist es am Ende der ersten Session so, dass das Team einen Kalender vor sich sieht in der Plattform und dann entscheidet, wann haben wir unseren nächsten Termin. Das kann in 2 Wochen sein, das kann aber auch in einem Monat sein. Das ist relativ frei. Und es ist intern, bedeutet, es ist weniger der Fokus auf Netzwerken, es ist mehr der Fokus auf gemeinsames Erarbeiten von unseren Kulturwerten in dem Unternehmen selber. Ich bringe jetzt nur den Gedanken noch zu Ende bei Working Out Loud. Bei dem Zirkel, bei dem ich dabei war, hat man auch intern innerhalb der Gruppe dann jedes Mal einen Coach oder einen Moderator bestimmt. Also man braucht jetzt keine extra Ressource, aber es war dann innerhalb dieses Kreises. Wenn ich euch richtig verstanden habe, es braucht nicht einmal einen designierten Moderator innerhalb dieses Settings, sondern man geht einfach nur go with the flow mit dem Tool mit. Genau.
Und das ist auch das Spannende. Die ersten Sessions, die ich selber noch mit begleitet habe, bisschen in der Pilotphase, da hat man gemerkt, jede Gruppe ist anders. Entweder gibt es eine Person, die dann so ein bisschen die Leitung übernehmen will, oder es wird fair ausgehandelt. Oder es kann auch sein, dass das erstmal ein längerer Prozess ist, dass man erstmal sagt, okay, wer will jetzt zuerst? Weil jede Aufgabe fängt damit an, die Aufgabe laut vorzulesen. Eine Person liest sie laut vor, und dann kommen meistens Gedanken und dann geht die Diskussion richtig los. Also es ist eine ganz, ganz interessante Dynamik, die sich da entwickelt. Sehr spannend. Also es gibt jemanden bei euch auf der Firmenseite, der dann die Einladung verschickt und das war's im Grunde. Und alles andere macht das Tool und machen die Mitarbeiter dann selber. Genau. Das bin ich an der Stelle. Genau. Spannend. Jetzt haben wir sehr viel über Working Out Loud gesprochen. Jetzt kommen wir mal zum Thomas, denn der hat auch etwas mit Working Out Loud am Hut gehabt oder hat immer noch Working Out Loud for HR, kennt man auch mit Sabine Kluge. Und ja, da wart ihr sehr aktiv. Jetzt habe ich von dir erfahren, die Reise wird so nicht weitergehen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was bisher geschah und wo geht es in Zukunft hin mit Working Out Loud for HR und wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ja, schön, Jennifer. Jetzt hast du vom Ende her betrachtet, das gut Ja. war. Und jetzt fangen wir mit dem Anfang an. Ja, ich beginne mal ganz von vorn. Es ist echt durch einen Zufall entstanden. Also durch eine Koinzidenz, weil Sabine und ich uns gut verstanden haben. Ich bin auch tätig im Bundesverband der Personalmanager. Und mir war es ein Anliegen, war damals so die Zeit nach und zwischen den Corona-Lockdowns, zu sagen, wie können wir denn unsere Personaler über Unternehmensgrenzen hinweg vernetzen? Und da habe ich Sabine angehauen und habe gesagt, du, wie wär's denn, können wir da nicht mal so 1, 2 Stunden irgendwas machen? Und daraus ist dann plötzlich ein 2 Jahre langes Format entstanden, über 2 Episoden mit über 800 Teilnehmern, mit über 20.000 Euro an Spenden und wahnsinnig viel Vernetzung. Das ist eigentlich das, was dann aus so einer kleinen Graswurzel plötzlich raus erwachsen ist. Und ja, das Schöne ist dann auch über viel, viel Vernetzung und über viel Humor in den sozialen Netzwerken wirklich Beachtung gefunden hat. Und warum wir es nicht mehr weiterführen, gibt eigentlich ganz schöne 2 Gründe. Der erste ist, ich finde immer, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist und nicht immer alles am Leben erhalten, auch wenn es einige bedauern und auch wenn wir noch sicherlich eine dritte Runde sehr gut hinbekommen hätten. Und der zweite Grund ist, weil wir es einfach auch überführen wollten in etablierte Strukturen, auch im Bundesverband der Personalmanager, wo man sagen, wo nutzen wir jetzt diese Vernetzung, diese Netzwerkmuskeln, die entstanden sind. Und zum anderen aber auch natürlich wohl in den Unternehmen, wo wir auch wissen, dass das dadurch nur mehr gestärkt wurde und dadurch nur mehr viele profitieren. Habt ihr das auch bei Metafinanz in irgendeiner Weise gelebt, das Format? Wir können selber Working Out Loud Circles anbieten. Also wir haben verschiedene Formate. Working Out Loud for HR war aber wirklich nach außen gerichtet. Und das ist auch eine Besonderheit der Metafinanz, dass wir heute viel in Ökosystemen denken. Nicht nur nach innen und außen, so diese Organisationsgrenze, sondern zu überlegen, wie können wir denn in Partnerschaften denken? Wie können wir auch irgendwie uns positionieren, aber auch unser Umfeld stärken, damit wir gemeinsam was machen können? Und genau in diesem Umfeld ist eigentlich Working Out Loud for HR entstanden, zu überlegen, wie schaffen wir denn Vernetzungen über Unternehmensgrenzen hinweg. Eine Frage an euch beide. Ihr seid ja bei Metafinanz offensichtlich auch sehr am Thema Lernen interessiert oder sehr umtriebig auch und sehr innovativ, was das ganze Thema angeht. Was stellt ihr denn als Beratungshaus fest, was sich gerade beim Thema Lernen aktuell tut, wo die Reise hingeht und vielleicht gerne auch schon mal die Brücke bauen zum Thema Nachhaltigkeit, die interessiert mich momentan ja auch sehr. Ich fange einfach mal an. Ich glaube, dass der große Trend des Lernen wird so wahnsinnig wichtig. Also wir wissen es aus der World Economic Forum Studie, dass so ein Viertel der Jobs in den nächsten 5 Jahren neu gedacht werden muss. Also wir haben einen riesigen Lernbedarf. Und andererseits erlebe ich leider in ganz vielen Unternehmen, dass noch klassische Tools angewandt werden. Also da ist nichts, wie du sagen würdest, Jennifer, mit geil oder Geilheit, sondern da ist es halt irgendwie mit Klassen, Trainings und irgendwie in den Bedarfen und irgendwie in den Checklisten, die abarbeiten muss. Und ich glaube, der Trend geht ganz, ganz stark hin zu sozialen Lernen. Also wirklich in Peergruppen, das zeigen ja die beiden Formate, die wir heute vorgestellt haben. Ich glaube, der zweite Trend geht hin zu sehr, sehr individuellen Lernen. Also man will nicht mehr eine Schablone, man will ganz viel Beratung. Wie kann ich lernen? Was ist denn wichtig? Das erwarten heute Mitarbeitende von ihrem Unternehmen. Und dann geht es hin zu ganz individuellen Ansätzen. Und das Dritte, was ich ganz wichtig finde,
Ich glaube, Lernen hat ganz, ganz viel mit persönlichem Kontakt zu tun. Das tut man natürlich auch mal, indem man ein Buch liest. Aber so richtig Persönlichkeitsentwicklung, so richtig vorankommen, so richtig merken, wo geht's lang, das geht nur mit Feedback, mit Wertschätzung und persönlichem Kontakt. Und ich glaube, das ist ein Lernfeld, das wir alles wieder beleben müssen, vor allem nach Corona. Wie schaffen wir es wirklich, persönliche Beziehungen aufrechtzuerhalten? Ich würde nur ergänzen, und das ist auch gerade ein Thema, was mich selber stark beschäftigt, weil da die Nachfrage auch sehr, sehr hoch ist. Und das sind die Themen Kompetenzen und Skills. Also wenn wir uns die 4C des 21. Jahrhunderts angucken, dann ist das Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und Critical Thinking, die immer, immer, immer wichtiger werden und die auch die beiden Formate, über die wir heute sprechen, ganz klar fördern und abbilden. Aber auch der Wunsch, in Unternehmen zukunftsfähig zu bleiben, sowohl in den eigenen Unternehmenszielen als auch in den Mitarbeitenden oder individuellen Zielen dieser. Und das geht natürlich über Skills, über Kompetenzen. Da sprechen wir davon, wen muss ich weiterbilden, upskillen, welche Jobroles ändern sich. Das ist gerade ein ganz, ganz großes Thema. Was ich auch selber aus eigener Erfahrung unterschreiben kann, denn wie ich eingangs gesagt habe, ich komme aus der Pädagogik, habe interkulturelle Pädagogik studiert, arbeite jetzt in einem IT-Beratungshaus und kümmere mich um Lerntechnologie. Und dieser Sprung, das war damals keine leichte Entscheidung und es war ein halbes Jahr, was ich da bekommen habe, um mich selber umzuschulen, wie ich es vielleicht auch nennen kann. Aber es war eine total spannende Reise und beim Lernen geht es nicht alleine auch um mich. Ich kann das nicht immer alleine schaffen, sondern auch um Personen, die mich unterstützen, die mich inspirieren, die mich fördern. Dieses Vertrauen, diesen Push, das ist auch für mich persönlich ganz, ganz wichtig gewesen und ich glaube auch immer, immer, immer wichtiger. Dankeschön, Lisa. Zum Thema Nachhaltigkeit. Ich habe gelesen, dass laut einer Studie der Universität Lancaster momentan die IT- und Telekommunikationsindustrie im Jahr 2019, Achtung, für 2,8% der globalen fossilen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Der Flugverkehr, der ja eigentlich immer so der Bad Boy in den Sustainability-Diskussionen ist, hat erheblich weniger, 1,7%. Jetzt seid ihr ja ein Business- und IT-Consulting-Haus. Was lernt denn Metafinanz gerade in Sachen Nachhaltigkeit? Ich habe auf eurer Homepage gesehen, dass da sehr viele, ja, Anstrengungen schon passieren. Absolut. Also wir sind in ganz vielen Feldern tätig. Wir unterschreiben es gern so im Sinne von Green IT. Weil was du beschreibst, ist genau richtig. Also da ist ganz, ganz viel Awareness noch nicht da, wie viel die ganzen Rechenzentren schlucken. Und die müssen ja alle mit Strom versorgt werden. Und bei uns gründen sich sehr viele Initiativen, die sich sehr groß wirklich mit dem Thema beschäftigen. Zum Beispiel Thema Zertifizierung, Thema deutlich machen, wie viel CO2-Footprint steckt denn im Nebenprodukt, das wir dort nutzen. Und ich glaube, dann kommen wir so zum Thema Lernen. Wenn ich das mal weiß und Awareness habe, dann kann ich auch erst Entscheidungen treffen. Weil es heißt ja jetzt nicht, wir nutzen aber jetzt kein Internet mehr, sondern oder kleben uns an Glasfaserkabeln fest, sondern es heißt einen sehr bewussten Umgang. Also natürlich spart es ja auch mal ein, wenn wir jetzt gerade eine Zoom-Konferenz machen und uns nicht irgendwo treffen, da haben wir CO2 sozusagen gespart. Wenn wir diesen Podcast jetzt auf unseren Servern fünfmal speichern und irgendwie 200 Mal streamen, statt einmal richtig abzurufen, dann haben wir wieder CO2 verbraucht. Und dieses Awareness, also dieses Bewusstsein schaffen, sodass Leute dann wirklich autonom entscheiden können, das ist für uns ein ganz, ganz großes Thema. Darf ich noch eine Flagge hochhalten? Die ist mir nämlich wirklich wichtig. Ich glaube nämlich, dass Personaler da so einen großen Auftrag haben und den oft noch gar nicht wahrnehmen. Weil man meint, ah, da kümmern sich jetzt irgendwie andere Leute drum und okay, da ist noch irgendwie dieses Social mit drin. Aber es ist eine riesige Maßnahme von Bildung, die da letztlich drin steckt. Und da müssen wir alle durch. Also zu lernen, mit weniger vielleicht und anders zurechtzukommen, das geht echt ans Eingemachte. Und deswegen Fahne hoch, Personalerinnen, macht da mit und schaut, dass ihr zum einen fit werdet in den Themen, aber auch, dass ihr diese Themen reinbringt. Weil nur, dass dann irgendwo draufsteht, wie viel Footprint irgendwo draufsteht, das ist nicht die Lösung. Sondern erst, wenn dann wirklich was getan wird und gelernt wird, wie es anders geht. Dann wird die Reise richtig spannend und geht es richtig los.
Ich glaube auch, dass das Thema Sustainability und Learning noch komplett unterschätzt ist, was wir da eigentlich alles aufholen müssen, auch an Wissen. Und bin mittlerweile auch schon einigermaßen eingestiegen, aber fühle mich immer noch komplett blöd. Also ich weiß, es gibt so unendlich viel zu wissen zu dem Thema und das verständlich machen in wenigen Happen, das ist wirklich die Herausforderung. Ja. Metafinanz und Lernen, wirklich ein cooles Thema. Da ist ganz viel los bei euch. Ich sage herzlichen Dank für diesen Best Practice, den wir heute erleben durften. Und ich möchte euch da draußen dazu auffordern, gerne meinen Podcast zu abonnieren über die üblichen verdächtigen Plattformen Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast. Was habe ich vergessen? iTunes, habe ich schon gesagt. Weiß ich nicht. Und schaut auch sehr gerne auf unserer Homepage vorbei. Ich sage das nochmal. Und schaut auch sehr gerne auf meiner Homepage vorbei, www.lerneningeil.de.